Hi zusammen, liebe Grüße aus NRW. In 4 Tagen ist es soweit. Am Dienstag schreiben die meisten Schüler, die ich kenne, Abiturprüfung. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, mach mal ein paar Aufgaben, Originalaufgaben. Jetzt in dem Fall geht es um Abi-Aufgaben im hilfsmittelfreien Teil. Und in dem ersten Video werde ich euch mal zeigen, wie man so eine Klausur löst, ohne GTR vor allem. Und ja. Wenn dir das gefallen hat, drück einen Daumen hoch, lass einen Kommentar ab, empfehle mich weiter, wie du Bock hast, und dann geht es jetzt mal los. Also, die erste Klausur 2000, so, GTR frei, da ist die schon, ohne Hilfsmittel. Ich lese erstmal vor und dann gehe ich zu den Lösungen. Also, in der Aufgabe steht, gegeben ist die in R definierte Funktion f mit der Gleichung f von x gleich x hoch 3 plus 2x². Du kannst natürlich jederzeit Pause drücken oder gucken, wenn du das selber kannst, und dann gehen wir gleich zu den Lösungen. Dann bei der Aufgabe A1 ist, weisen Sie nach, dass x1 gleich minus 2 und x2 gleich 0 die einzigen Nullstellen sind. Das heißt, wir hören schon Nullstellen, musst du direkt auf die Idee kommen, dass du die Funktion gleich 0 setzen musst. Dann bei der zweiten Aufgabe A2, da gibt es 4 Punkte, und zu der A1 gibt es nur 2 Punkte. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die der Graph von f mit der x-Achse einschließt. Signal ist hier, sobald du hörst mit der x-Achse, brauchst du die Nullstellen. Und Fläche heißt immer Integral. So, jetzt kommen wir mal zu der Lösung. Wie löse ich sowas? Also, bei der ersten, ich fasse kurz zusammen, da wollten die irgendwie die Nullstellen. Hier ist die Funktion. Und da muss ich die Nullstellen berechnen. Das heißt, ich setze die Funktion gleich 0. Dann habe ich das mal markiert in Rot. Ich habe hier ein x und da ein x. Das heißt, ich muss x ausklammern. Ganz wichtig, okay? Du hast keinen Taschenrechner. Dann, wenn du x ausklammerst, bedeutet das, du musst den mit dem niedrigsten Exponent. Habe ich hier mal eingekreist, das ist x². So, wenn ich x² ausklammer, bedeutet das, was bleibt über, wenn ich von x hoch 3x² wegnehme, bleibt nur noch ein x über. Und wenn ich hier das x wegnehme, bleibt plus 2. Dann immer ganz wichtig, die erste Nullstelle beim Ausklammern ist immer 0. x1 gleich 0. Danach musst du das hier 0 setzen, habe ich hier gemacht. Und das bedeutet einfach Äquivalenz minus 2, dann hast du für x2 minus 2. Und das stand auch so da drauf, die Lösungen haben die angegeben, also 0 und minus 2, dann hätte man die 2 Punkte erreicht. Jetzt kommen wir zu der schwierigen Aufgabe. Da stand nämlich, bestimmen Sie die Fläche, die die Funktion mit der x-Achse, was stand da ja, mit der x-Achse einschließt. Heißt, ich brauche mein Integral, die kleinere Zahl ist minus 2, die kommt immer nach unten hin beim Integral, und die größere ist 0. Dann schreibe ich da die Funktion hin und ein dx dahinter. Gleich, jetzt gut zuhören, hier steht hoch 3, wenn ich aufleite, wird der Exponent eine mehr, hoch 4, und dann immer 1 durch den neuen Exponent, also 1 Viertel x hoch 4. Dann steht hier hoch 2, mache ich eine hoch 3, die Zahl lasse ich oben stehen, 2 durch den neuen Exponent, durch 3. Dann kommen wieder hier die Zahlen hin, die minus 2 unten und die 0 nach oben, das sind hier die Zahlen nochmal. Und danach lösen wir das Ganze mal. Und da fängt das schon an. Also wichtig, die wichtigste Regel ist überhaupt nicht immer, wenn du eine 0 einsetzt, wird es eh 0. Aber ihr müsst das hinschreiben, weil die Vorzeichen ändern sich. Das machen die wenigsten. Oder die meisten denken dann auch 0, die schreibt da gar nichts hin und setzt nur die minus 2 ein. Also bitte dran denken, 0 hinschreiben, minus, Klammer auf. Dieses Minus ändert nämlich alle Vorzeichen später. Dann setze ich jetzt hier überall erstmal die minus 2 ein. Also die 0 habe ich schon eingesetzt im Kopf, das ergibt dann 0, deswegen steht hier 0, minus und dann die minus 2. Deswegen ganz wichtig, Obersumme minus Untersumme. Erst die Zahl einsetzen, dann die. So, dann habe ich das erstmal nur aufgeschrieben, 1 Viertel, und hier habe ich die minus 2 eingesetzt, plus 2 Drittel, hier habe ich wieder die minus 2 hoch 3. So, jetzt steht da ohne GTR, Hilfsmittel frei. Wie löse ich das Ganze? Dann fängst du erstmal an und überlegst, minus 2 hoch 4 bedeutet, kann ich ja mal irgendwo eine Nebenrechnung machen, minus 2 mal minus 2 mal minus 2 mal minus 2. Also, das ist, steht viermal, wird schon mal positiv. Es gibt Schüler, die rechnen, 2 mal 4 ist die größte Katastrophe. Darfst du nicht machen, das sind nicht 8. 2 mal 2 sind 4, mal 2 sind 8, mal 2 sind 16. Und hoch 4, deswegen positiv, weil deswegen habe ich 16 hingeschrieben. Ich habe hier noch in Rot eine gedachte 1 gemacht, weil du musst Brüche multiplizieren. Und wenn du hier einen Bruch hast und hier hast, mach dir eine Hilfestellung, ist das gleiche wie 16 Eintel, 16 Ganze. Das gleiche gilt auch hier. Minus 2 hoch 3 heißt minus mal minus mal minus wird negativ.
ist ein ungerader Exponent. 2 mal 2 sind 4, mal 2, das sind dann 8, deswegen minus 8. Da wieder in einem Bruch, weil ich muss das ja irgendwie dann verrechnen ohne Taschenrechner. Und jetzt fangen wir an mit dem Rechnen. Jetzt pass auf, das hier ist positiv. Also Zähler mal Zähler sind 16 und 4 mal 1 ist 16 Viertel, habe ich hier hingeschrieben. Aber negativ, weil positiv, hier ist ein Minus. Das Minus vor der Klammer ändert alle Vorzeichen in der Klammer. Das heißt minus 16 Viertel. Dann habe ich gekürzt, die 4 passt in sich selber einmal rein, in die 16 passt die 4 mal rein. Das heißt, dann habe ich das und das hier da stehen. Auf der Seite wieder Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Das wird positiv, weil negativ ist negativ. Und dann wegen diesem Minus, Minus und Minus wird Plus. Deswegen plus 16 Drittel. Also 2 mal 8 sind 16 und 3 mal 1 ist Drittel. So, dann nochmal hingeschrieben, gekürzt. Jetzt musst du die ja ohne Taschenrechner zusammenrechnen. Bei Plus- und Minusbrüchen musst du immer den Nenner gleichnamig machen. Habe ich im Kopf gemacht. Ich habe hier mit 3 erweitert. 3 mal 1 sind 3. Und 3 mal 4 sind 12. Also minus 12, bla bla, das hier bleibt. Und jetzt rechnest du minus 12 plus 16, ganz wichtig, Nenner bleibt die 3. Und minus 12 plus 16 wird zu plus 4. Und das ist dann die Fläche. Ich hoffe, ich konnte dir da weiterhelfen. Und wenn du das Video toll fandst, lass einen Daumen ab. Und dann werde ich noch heute und morgen auch noch Videos zur Stochastik und Vektoren im hilfsmittelfreien Teil. Bis dann, ciao.